Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Reconing. Und nachdem wir jetzt hier anscheinend also ein eigenes Häuschen besitzen, und zwar dieses hier, werden wir erstmal diese Blume hier pflücken und dann zack, zack, mal ab nach Gohard. Dort werde ich jetzt nämlich die übrigen Rüstungsteile aus der Truhe alle holen. Die ja hier vorne noch drin sind. Zack, und werde die alle mal bei uns ins Haus verfrachten. Ich war aber... Moment. Ah ne, Quatsch. Okay. Ich dachte gerade, die ganzen Waffen, die ja in dem Setpack da dabei waren, die hatte ich ja nicht verkauft. Und da war ich gerade so ein bisschen geschockt. Shit, wir haben nur noch die Chakrams einstecken. Aber die habe ich ja alle hier in die Truhe gepackt. Gott sei Dank. So, achso, Quatsch, wenn wir jetzt hier reingucken. Nehmen, genau, und da haben wir da die ganzen Waffen und hier unten haben wir dann die fette Kleidung. So, und dann wird es eine kleine Planänderung geben. Und zwar werden wir jetzt kurzzeitig... Was sind das für weiße Ring-Dinglings? Also wahrscheinlich hier die letzten fünf. Ja? Jedenfalls werden wir der Hauptquest folgen und werden Agard bei Dellach treffen. Wo ich gerade mal schauen muss. Ja, hier geht's dahin. Und wenn wir denn dann schon da sind, wie viel Kohle haben wir denn eigentlich? 16.000, das geht. Wenn wir dann schon da sind bei Agard, und dann werde ich einfach mal umskillen auf Krieger. So, aber erstmal machen wir hier ein paar Spinnenblatt. Und dann machen wir einfach mal ein bisschen Krieger-Action. Einfach nur, um so ein bisschen Abwechslung reinzubekommen. Ja, komm, dann halten wir X gedrückt. Oh, Amos 1. Ach, wir waren da gefangen. Los, tu es! Ah, shit, nein, 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 hier. Again, und... Leertaste. Ah, bam! Ching, 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 ching. So. Kannst du behalten. Nee, und wie gesagt, dann werden wir einfach mal umskillen auf Krieger. Und werden dann hier mal so ein bisschen Nahkampf-Action machen. Einfach nur, um ein bisschen Abwechslung halt zu bieten. Ich hoffe, ihr habt da nichts dagegen. Ach ja, genau. Und dann ist hier jetzt quasi so eine Leiche, die wir da gefunden haben. Okay, nichtsdestotrotz folgen wir gerade erstmal der Hauptquest, damit wir zu Agard kommen, bei dem wir dies ja machen können. Ich nehme mal an, das geht bei jedem Schicksalsweber. Aber Agard ist ja momentan so ziemlich der einzige, den wir kennen, der das machen kann. So, und schau hier zwischendurch mal ein Safe rein. Ach, ja, ja. Nur einer. Langweilig. Ach, das hat... Ah, jetzt verstehe ich. Und ihr... Aua, ich wollte gerade weggedönsen. Ihr durftet ja nicht fehlen. Weg mit dir. So, und jetzt zu dir. Freund der Nacht. Kleine Arschis. So. Zack, hier unten nichts drin. Nee, weiß nicht. Hab ich jetzt irgendwie mal Bock drauf, dann hier noch so ein bisschen Krieger-Action zu machen. Und hier oben ist irgendwo was versteckt. Etwa hier in dem Baumstumpf. Tatsächlich. Und zwar Handschuhe des Blitzschildes. Und Zunderzweig. Nehmen wir natürlich mit. Und da oben ist ein Labermisch-Vollstein. Den aktivieren wir dann auch gerade mal.
Im dritten Jahr der Reise betrat Tirin Dalental. Durch dunklen Wald und Feinfeld wanderte sie, bis sie zu den Wurzeln des Kinds des mächtigen Vilagru kam. So beladen mit Lyrias Lied, die größte bekannte Magie, sprach sie mit dem Geist der Natur. Doch die Worte, die sie suchte, waren nicht zu finden. Also reiste die von Lyria geführte Tirin zu den Eratel-Ebenen. Wind verfolgte ihren dunklen Umhang. Ihre Locken maskierte sie gegenüber den mondbeleuchteten Ebenen. Dieser eben hölzerne Abendgruß, dieser farbige Umriss, der vor so langer Zeit uns zeichnete. So marschierte Tirin vor der himmlischen Weite. Unter dem diamantenen Himmel machte sie Rast. Lord Farrara, tapferer Krieger, Zerstörer von Infamanir, Herzog der Hylarans, Beschützer des Rings von Keosai, Entdecker der Insel Meropis, würde er doch nur ein besseres Ende finden. Jo, so, jetzt bin ich auch mal wieder dran. Die haben jetzt genug erzählt. So, hier in dem Steinhaufen soll noch was sein. Edles Eisen, Großschwert. Nehmen wir mit, können wir verkaufen. Die paar Gold können wir jetzt am Anfang noch schnapp machen. So, nichtsdestotrotz sind wir hier denn überhaupt richtig. Das glaube ich nicht, dass wir dahin müssen. Deswegen laufen wir hier einfach mal außen rum. Um zum guten Agar zu kommen. Hier oben wäre dann auch eine Höhle, wenn wir jetzt hier rechts abbiegen würden. Eventuell müssen wir da aber noch für die ein oder andere Quest rein. Und kommen da jetzt vielleicht gar nicht weiter ohne Schlüssel oder sonstigem. So, wir gehen mal hier rüber. Denn da ist auch noch eine Truhe. Hey, was bist du denn? Disco-Schildkröte. Schneck. Hier wird keine Party gemacht. Außer ich bin eingeladen. Und da oben ist wieder ein Schrein. Da müssen wir jetzt nicht unbedingt nochmal hochlatschen. Oh, eine Truhe. Aufschließmittel mit einem Prisma-Dietrich würde ich es jetzt direkt aufbekommen. Wir probieren es mal so. Das war ja einfach. So, die Hose lassen wir drin. Hier drüben sind noch ein paar Geheimverstecke. Die holen wir uns direkt. Und zwar hier irgendwo. Da ist ein Steinhaufen. Na? Hat er gar nicht benutzt gehabt. Oder hat sie gar nicht benutzt gehabt. So, hier hinten ist noch ein Geheimversteck. Wo ist das? Hier, der Baumsturm. Danke. So, wir müssen hier rüber. Was blubbert denn da vorne? Tauchen. Ah, okay. Wo waren da? War das Fable? Da konnte man das auch so ähnlich machen. So, gehen wir hier mal raus. Und da vorne sind Gegner. Wie kommt man da hoch? Da leuchtet auf jeden Fall was. Eine Truhe. Haben noch genug Platz im Inventar, deswegen können wir das da ruhig mal ruhigen Gewissens mitnehmen. Und Agard rastet da oben völlig aus, oder was? Und ich weiß nicht, wie ich da hinkomme, weil ich komme hier nicht hoch. Ich komme hier nirgendwo hoch. Naja, Agard, ich pack das schon. Wir müssen jetzt mal hier irgendwo hinkommen. Moment, glaube ich, habe da eben. Das hier sieht aus, als wäre es nicht so tief. Ja, da drüben kommen wir raus. Sehe ich jetzt erst.
Und dann können wir dem guten Agatha helfen. Und keine Ahnung, hat sich irgendwie. Es sieht hier alles eh so ein bisschen orkisch aus. Also zumindest von der Truhe her eben. Wie gefällt dir das? Wer sagt das? Wer spricht dort mit mir? Wir haben eine Quest. Bei diesem Beispiel finden sich Einsatzbefehle aus der Schildringfeste, Hauptbuch der Kriegsgeweihten. Der Schlachtruf. Oh shit. Piss dich. Wow. Was macht er denn? Bauchplatscher. Piss dich. Na? Geschissen, Alter. Gut, dass ihr hier seid. Ich dachte schon fast, ihr wärt nur ein Hirngespinst gewesen. Willkommen bei den Ruinen von Dellach. Warum sind wir hier? Weil ihr aus irgendeinem Grund in der Lage seid, das Schicksal zu verändern. Hier drin kann ich einen Blick auf das gesamte Gewebe werfen und herausfinden, wie ihr in es hineinpasst. Ist das der Ort? Ja, es mag nicht sonderlich beeindruckend wirken, aber in diesen Ruinen befindet sich das Theater des Schicksals, das alte Zuhause der Schicksalsweber. Kommt mit mir. Niemand kann sagen, was uns dort unten erwartet. So, warte erstmal. Schicksal. Schicksal auflösen, bitte. Katsching. Schließen. Leb wohl. Gehen wir rein. Nein, nein, nein. Erstmal nicht. Warte mal. Stufenaufstieg. So, wir gehen jetzt hier natürlich trotzdem wieder in Schlösserkunde und in Sinnesschärfe. Das behalte ich bei. Wir gehen jetzt aber mal hier auf Macht. Für den Krieger. So, was haben wir denn hier? Langschwertmeister, brutale Bewaffnung. Schaltet aufgeladene Spezialangriffe für das Langschwert, das Großschwert und den Hammer frei. Klingt ja schon mal interessant. Kometenschlag. Lade den Langschwertangriff auf, um dich mitten unter deinen Gegner zu stürzen und sie aufzuschlitzen. Wirbelwind und den Minotaurensturm. Achso, je nachdem, was für eine Waffe man halt hat. Okay. Was haben wir noch? Ich will ja gerne auf Schwert gehen. So Hammer finde ich irgendwie öde. Die Kombination aus perfekter Technik und roher Kraft verleiht deinen Langschwertangriffen zusätzliche Schadenswirkung. Sehr schön. Wie oft kann man das machen? 6 Mal. Wir haben 21 Punkte. Hier auf jeden Fall 3 Mal schon mal rein. Hier gehen wir auf 6. So, Hammer will ich nicht machen. Schnappe dir einen Gegner und zieh ihn zu dir zurück. Kann bei größeren Gegnern den gegensätzlichen Effekt haben. Also, wer WoW gespielt hat, quasi so aller Todesritter. Der Todesgriff. Was haben wir hier? Die meisterhafte Beherrschung von Schilden. 10% Schadensreduktion beim Blocken mache ich eh nicht. Was haben wir noch? Schaltet also weitere Spezialangriffe. Was haben wir hier? Deine gewaltige Stärke erlaubt es dir, das Großschwert mit atemberaubter Auswirkung zu schwingen. Ach, Körperschaden mit Großschwertern. Großschwertern. Okay, was haben wir hier? Lass den Boden erbeben, um Gegnern in einem bestimmten Gebiet Schaden zuzufügen. Wirke den Zauber mehrmals schnell hintereinander, um bis zu 3 Angriffe zu verketten. Beben verursacht 24 bis 42 Körperschaden, kosten 14 Mana. Das klingt doch auch ganz gut. Was ist da? Durch einen Sprung in die Luft reißt du Gegner in deine Nähe mit nach oben und lässt sie anschließend wieder auf den Boden aufschlagen. Tippe die Taste wiederholt an, um den Schaden zu erhöhen. 70 Punkte, fordert Nachbeben. Ja, und das ist dann ja das hier. Man kann hier schon einiges skillen, ne? Was war das hier? Achso, weitere Spezialangriffe, Phantomklinge. Greife während des Blockens mit dem Hammer, um eine verheerende Kombination aus Trittstoß und Schlag auszuführen. Okay. Ich würde sagen, dann gehen wir erstmal hier rein noch. 6 Punkte direkt. Hier 5 Punkte rein. Bam, bam, bam. Gewährt auf Kosten der Rüstung kurzzeitig Resistenz gegen Unterbrechung. Du kannst somit Treffer einfach abschütteln. Ein wenig mehr Schaden in Kauf nehmen, okay.
Du beherrschst die Kunst, stumpfe Verletzungen verursacht höheren Schaden gegen betäubte Gegner. 20% Schaden gegen betäubte Gegner. Haben wir denn irgendwas, womit wir Gegner betäuben können? Das wäre natürlich ja auch mal so ein Ding, ne? Das war das mit dem Zielgegner ran. Dein drohender Tod gewährt dir die Chance auf einen Lebensschub, verleiht dir die Möglichkeit, deutlich höheren Schaden zu verursachen, sobald dein Leben unter 25% sinkt. Okay. Das wäre, glaube ich, auch mal gar nicht so schlecht, wenn man mal wirklich kurz davor ist, zu sterben. Das Lebensangriff aus anhaltenden Erschütterungen, die deine Gegner betäuben können. Darüber hinaus wird sämtlicher Schaden durch Beben erhöht. Das ist natürlich auch gut. Wir könnten dann quasi das hier scalen und das hier. Ja, dass wir quasi hiermit die Gegner betäuben und dann hiermit umreißen. Ne? Obwohl das hier natürlich auch sehr praktisch ist. Brauchen wir aber, glaube ich, jetzt noch nicht. Deswegen gehe ich erstmal hier rauf und dann werden wir das hier und das hier noch skillen. Ich glaube, das ist eine gute Wahl. Ja, bestätigen. Und dann werden wir jetzt hier natürlich Kämpfer machen. 17% Nahkampfschaden. Zack. Bestätigen. Techniken. Achso. So, Klamotten können wir jetzt natürlich keine mehr tragen. Ich probiere jetzt mal. I hope so, that geht so. Nein. Nicht nach Gorhard, sondern mal ganz kurz nach Kanrock reisen. Dann kann es halt sein, dass wir da nochmal ein bisschen laufen müssen. Also egal. So, in Unterwäsche ganz schnell ins Häuschen rennen. So, abstauben. Ja. Verstauen. Erstmal die Wahrheit. Das hier. Das werden wir verkaufen. Das hier auch. Okay, nehmen. Die Schmiede. Ja. Kleidung. Kyras des Wächters. Beinpanzer des Wächters. Das Wächters. Das Wächters. Das wäscht das. Das brauchen wir jetzt. Der Turm wird ein Schild sein. Nehmen wir auch mit. Und die Bestie. Die Schmiede. Da muss ich jetzt mal gucken. Das ist ein Stab. Zepter, Klingen, Bogen. Was ist das? Und das war der Hammer. So, Inventar. Erstmal Rüstung anziehen. Das wäscht das. Stulpen, das wäscht das. Beinpanzer, das wäscht das. Und Beinschienen des Wächters. Bam, hier unseren fetten Schild. Waffen, Primärwaffe. Bienenhand. Das ist das Großschwert. Ha? Und das ist ein ganz normales Schwert. Ich würde sagen, das legen wir mal als Primärwaffe an. Und als Sekundär die Bestie. So, quasi. Und dann können wir hier drauf nochmal zugreifen. Können das reinlegen und das. Sehr schön. So, kleinen Moment. So. Bam, bam. Ich habe zu arbeiten. Ich will gar nicht mit dir reden. Dann haben wir hier noch ein schnelles Schwert. Je nach Gegner, würde ich mal behaupten. Sehr, sehr nice. Und dann würde ich behaupten, sehen wir uns im nächsten Part, Mädels. Ciao, ciao.